Schönen guten Morgen. Dieses Mal das erste Mal in diesem Urlaub aus Santa Cassiano. Wetter sieht heute richtig, richtig gut aus. Aber morgen kommt, das kommt schon wieder ein neues Tief, welches auch immer. Guten Morgen. Heute aus Santa Cassiano von der Pizzeria. Ja, wir machen heute die Skitour zum Cinque Terre. Und dafür müssen wir jetzt erstmal hier runterfahren nach Ametorola. Dann geht es mit dem Taxi hoch zum Lagazoi und dann weiter ins Skigebiet. Jetzt hier in Ametorola und gleich geht es weiter mit dem Taxi auf den Valparola Pass zur Lagazoi Gondel. You come and wake me every night. You say you missed the concert of you and I, you and I. You come and wake me every night. You say you missed the concept of you and I. So, jetzt sind wir hier am Lagazoi und für uns geht es hier unten weiter rechts Richtung Cinque Terre. Ja, und jetzt fahren wir noch ein bisschen am Col Gallina. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite vom Falzarego Pass am Col Gallina. Ja, zwei, drei sehr schöne Abfahrten hier. Die machen wir auch und dann geht es weiter zum Cinque Terre. Ja, ganz ohne Schlepper geht es auch heute nicht. Mit dem geht es jetzt hier dann zum höchsten Punkt hier. Something that you won't slow down.
Ja, und hier hinter mir ist dann noch die Cortina Skyline, die verbindet Cinque Terre mit Cortina d'Ampezzo. Ist allerdings, wenn du von der Sella Ronda kommst, ein bisschen weit. Haben wir letztes Jahr gemacht. Lohnt sich nicht so wie wirklich. Da hast du zu wenig Zeit in Cortina zum Skifahren. Da fahren wir lieber direkt mit dem Auto dahin. And I just can't hide how I feel about you. Nothing can take that away. 'Cause you make the world so beautiful, so beautiful. Ja, jetzt sind wir hier am Fedara Lift, am äußersten Ende hier in Cinque Terre. Hier besteht jetzt die Möglichkeit, die Gebirgsjäger-Skitour Richtung Civetta weiterzumachen. Aber wir machen die nicht. Ja, sind jetzt hier im Fedara Lift, am äußersten Ende hier in Cinque Terre. Auf dem Weg zum höchsten Punkt hier im Skigebiet, zur Gifugio Averu. Ja, der Wetterbericht hatte uns eigentlich heute einen Sonne-Wolken-Mix versprochen. Ja, kann sich auf keinen mehr verlassen. Stattdessen haben wir Nebel und vorhin war auch noch ein leichter Schneefall mit dabei. Ja, schauen wir mal. How'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. So, das war das Skigebiet Cinque Terre. Leider ein bisschen neblig heute, aber müssen wir bei besserem Wetter nochmal hierher kommen. Für uns geht es jetzt hier weiter durch diese Felsspalte, zurück zum Falzarego-Pass und dann wieder auf die Sella Ronda zum Ausgangspunkt von heute Morgen. Und vorher fahren wir natürlich noch mit der Gondel zum Lagazui hoch. Habe ich total vergessen, wir fahren natürlich noch am Lagazui mit der Gondel da hoch. Wie konnte das nur passieren? Mit dem Lift geht es dann jetzt da hoch in die Felsspalte rein. Müssen wir jetzt hoch zum Lagazui. Hoffen wir, dass da hinten bessere Sicht ist als jetzt hier. So, jetzt sind wir wieder am Lagazui und normalerweise
haben wir jetzt hier eine 6 Kilometer lange, total schöne Abfahrt durch das Tal, wo mir der Name jetzt im Augenblick gar nicht einfällt. Aber das Wetter ist jetzt nicht so gut, deswegen können wir weder die 6 Kilometer Talabfahrt genießen, wir sind froh, wenn wir überhaupt die Piste finden. Also jetzt hier auf der Talabfahrt Richtung Ameltoroller. Die Sicht ist ein bisschen besser geworden, aber bei Sonnenschein sieht da natürlich alles viel, viel besser aus. Ja, und hier diese Eisfälle, die sehen immer wieder super aus. Obwohl wir auch schon mehr hatten als jetzt in diesem Jahr. Und hier in Ameltoroller geht's, oder kurz vor Ameltoroller, geht's den letzten Rest hier mit den Pferden weiter. So, und das ist jetzt der letzte Lift für diesen Urlaub. Jetzt geht's nur noch auf die Las Vegas Hütte, lecker Glühwein trinken, dann ab ins Tal. Ja, das ist schon Tradition. Immer am letzten Skitag geht's für uns dann abends zur Las Vegas Hütte. Leider drin, würde ich sagen, heute. Kurz vor 5:30, wir sind zurück am Auto und damit ist nicht nur der letzte Skitag vorbei, sondern unser ganzer Skiurlaub Südtirol 2024. Wahnsinn, wie schnell die 2 Wochen hier vorbeigegangen sind.